Christian, du hast vor dem Spiel gesprochen davon, dass wir auf der Erfolgswelle weiterreiten möchten. Wie fühlt es sich an auf dieser Erfolgswelle? Ja, fühlt sich gut an. Wieder ein sehr, sehr schöner Abend für uns. Ich denke, das Spiel hat sich über die Zeit erst entwickelt. Ich habe eine gute Stunde, sehr ausgeglichenes Spiel gesehen. Vielleicht mit mehr Spielanteilen für uns, aber wir haben dann auch nur Halbchancen gehabt, die wir uns herausspielen haben können. Da haben wir wieder auf der anderen Seite auch die Austria gefährlich gewesen, haben den Jörg Siebenhandel schon gebraucht bei der Chance von Patrick Wimmer und da Dante, der den Schuss da super geblockt hat vom Azo Jukic. Da war das Spiel einfach auf Messerschneide. Haben dann mit der einstudierten Standardvariante meine Co-Trainer wirklich überragend vorbereitet, mit dem David Nemeth in einer schwierigen Phase des Spiels ganz entscheidend das 1-0 gemacht. Dann hat der Kevin eine super Chance gehabt vor der Pause mit dem Schuss, was der Benzi wieder überragend gehalten hat. Nach der Pause, denke ich, war ein klares 2-0 für uns. Also abseits war super rausgespielt. Und ja, und dann war sicher spielentscheidend die rote Karte vom Dominik Fitz. Und da muss ich aber auch sagen, haben wir dann, und da bin ich ja sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft, weil es immer wieder ein Thema bei uns ist, dass wir auf solchen Situationen überragend reagiert haben, super Energie reingebracht haben und sofort mit dieser roten Karte eine verunsicherte Austria-Mannschaft dann mit zwei Toren bestraft haben und dann auch mit den weiteren Wechseln nochmal Energie rein, das vierte Tor gemacht, nicht aufgehört, versucht das Maximum aus dem Spiel rauszuholen. Ich denke, am Ende ein verdienter 4-0 Erfolg für uns. Bitte um Ihre Fragen. Christian, du hast jetzt gerade in der ersten Hälfte von einer schwierigen Phase gesprochen vor einem Führungstor. Und ich denke, es hat auch in der zweiten Hälfte, in der ersten Viertelstunde, so eine schwierige Phase gegeben. Und die übersteht sich sehr gut. Woran liegt das? Dass ihr da zwar etwas ins Wanken kommt, aber nie Gefahr läuft, wirklich zu kippen. Ja, es waren heute zwei große Themen. Das war das Positionsspiel. Wir haben die Herausforderung gehabt, einen tiefen, kompakten Block zu lösen. Da haben wir einfach ein schnelles, exaktes Spiel gebraucht. Wir haben uns am Ballbesitz Spielvorteile erzielt, aber sind da dann auch nur zu Halbchancen gekommen, haben dann im zweiten Teil aber immer wach sein müssen. Benny Bichler gut in Form. Die waren immer gefährlich in Kontersituationen. Versuchen müssen, die Austria wegzuhalten von unserem Tor, weil sie bei Standards ganz gut waren. Und da haben sie in Phasen, wo wir das 1-0 machen oder dann halt nach 50 bis 65 dort, wo sie einfach ein bisschen Übergewicht gekriegt haben, wo wir auch dann ein bisschen Präsenz vermissen haben lassen. Aber wir sind dann trotzdem vom Jörg Siebenhandel, der wirklich in bestechender Form spielt und dann aber auch mit unserer Abwehrlinie auch sehr konsequent, sehr gut in der Strafraumverteidigung, dass wir dann in letzter Instanz doch wenig zulassen. Und das ist einfach ein Schlüssel, dass man eine schwierige Partie auch dann lange kontrolliert und dann in den richtigen, in den entscheidenden Momenten aber auch die Qualität hat, dann eiskalt zuzuschlagen, und genauso war es heute. Und von dem her haben wir ein richtig gutes Auswärtsspiel gezeigt. Weitere Fragen? Bitte. Für mich war einfach wichtig, da diesen Vertrag, den ich einfach aufgrund vieler Punkte dann entschieden habe, aufzulösen, dass das eine saubere Trennung war, dass ich einen Punkt hinter dieser Sache gemacht habe. Dass man natürlich viele Sachen, so wie sie im Jahr gelaufen, mir war alles bewusst. Ich kenne die Situation der Austria, das ist eine schwierige Phase im sportlichen Bereich, so wie im wirtschaftlichen Bereich ist. Ja, das habe ich ein Jahr lang selbst miterlebt, aber für mich, ich mag da jetzt nicht mehr Dinge, die bei der Austria passieren, da kommentieren, weil es steht mir auch nicht mehr zu. Ich bin Trainer von Sturm Graz und will mich auch voll auf diese Aufgabe dann auch konzentrieren. Gibt es weitere Fragen? Bitte. Ja, ich sehe es ja selbst auch, und ich habe es heute auch wieder gesehen, es gibt bei der Austria richtig, richtig gute Spieler drinnen, die meiner Meinung nach auch, seitdem ich weg bin jetzt im Sommer, auch wieder einen guten Schritt gemacht haben. Aber
wie gesagt, ich bin jetzt Trainer von Sturm Graz und wir haben einfach im Sommer hat der Verein gute Entscheidungen getroffen, hat Andi Schicker dann gute Entscheidungen in einer sehr, sehr engen Zusammenarbeit mit mir getroffen. Da waren auch sehr unbequeme Entscheidungen dabei. Und ja, wir wollen einfach diesen Weg, den wir uns dort vorgenommen haben, sehr, sehr konsequent umsetzen. Ich glaube auch, dass wir jetzt über den Erwartungen unterwegs sind. Aber wir nehmen jetzt alles mit und versuchen aber wirklich uns ständig zu verbessern. Arbeit gibt es genug und das ist mein Job, der macht mir großen Spaß. Es macht mir großen Spaß, meine Mannschaft am Platz zu sehen. Es waren ja dann auch wirklich super Tore, die wir herausgespielt haben, richtig gute Aktionen. Und, ja. Danke sehr, Gratulation noch einmal und weiter geht's schon in einer Woche gegen die Admira. Danke sehr.